Ein gutes Bild ist, wenn ein Bild atmet. Das ist natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, wie kann ein Bild atmen, aber für mich atmen die Bilder. Das heißt, wenn ein Organismus atmet, dann ist da ein Leben drin. Wenn nichts atmet, dann ist es tot. Und es gibt ganze Menge tote Kunst. Und wenn man das Gefühl hat bei den Bildern, da passiert was, da sind Gefühle drin, da ist Emotionalität. Und dann hört man tatsächlich, wenn man hinhört, atmen. Das ist jetzt im übertragenen Sinne gesagt natürlich. Da ist ja kein Herzschlag im Bild, natürlich. Da gibt es ja kein Herz. Aber wenn du ein Bild als lebendigen Organismus betrachtest, als Zuschauer, dann ist das für mich wirklich ein gutes Bild. Egal, was da gemalt ist, das ist ja vollkommen egal, ob das jetzt abstrakt ist oder gegenständlich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Heute sind wir in einer Zeit, wir können alles malen. Wir können ja Felsen malen, wir können ja Hähnchenkeule malen, wir können ja Akt malen, wir können ja abstrakt malen, wir können alles malen. Es ist alles erlaubt heute. Das ist ja das Schöne an unserer Zeit. Dieses Bild war monochrom. Man kennt ja meine Bilder, die so monochrom sind. Das heißt, eine Farbe, drumherum Rand, dunkel, drin, hell und es leuchtet. Ja. Ich habe einige solche Bilder und manche Bilder bestehen ja den Test der Zeit nicht. Und dieses Bild habe ich mir gestern angeschaut und ich war in der Galerie oder im Atelier, manchmal ist das Galerie, manchmal Atelier, und dann dachte ich, ich muss jetzt unbedingt was malen und ich hatte wieder Lust, die Kerze zu malen. Eigene Kerze, nicht von Gerhard Richter, die Kerze. Und dann dachte ich, natürlich, das monochrome Bild bekommt eine Kerze. Und das ist das Ergebnis, das habe ich gestern angefangen. Es ist noch nicht fertig, die Details müssen ausgearbeitet werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige monochrome Bilder die Kerze vorgesetzt bekommen. Ich mag das. Ich kann damit sehr gut leben. Und in diese Richtung geht es weiter. Kerze ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist Licht. Licht, Feuer. Feuer ist sehr wichtig. Feuer sollten wir Künstler in uns haben. Und wir Künstler sollten auch scheinen. Wir sollten Licht sein, die Lichter für die unseren Menschen, Mitmenschen. Ich werde in der nächsten Zeit auch einige Aktbilder malen, weibliche Aktbilder. Das zentrale Thema wird sein, so minimalistisch wie möglich einen Menschen, einen Körper darstellen und entweder mit Silber Hintergrund, Gold oder Bronze. Und der Anfang ist schon gemacht, das ist Rabea übrigens. Und das ist jetzt fertig. Das hat lange gedauert, aber irgendwann hat man wirklich das Gefühl, so, jetzt ist es fertig. Aber in dem Prozess denkst du, oh Gott, das wird ja nie fertig. Du veränderst immer was und dann siehst du ja kein Licht hinter dem Tunnel, aber plötzlich, und das kann ich bezeugen, das passiert immer und immer wieder bei jedem Bild, plötzlich ist der Moment da und dann ist es fertig. Und ich hatte das vor 4, 5 Tagen, dieses Gefühl gehabt, oh, jetzt ist es fertig. Jetzt kann ich damit sehr gut leben. Dieses Bild hat eine Wandlung bekommen. Natürlich. Es gibt ein Video auf YouTube zu diesem Bild. Das habe ich auf dem Boden gemalt, Farbe laufen lassen, ich habe Blattgold mit aufgebaut und dann habe ich wieder aufgestellt, umgedreht die ganze Zeit und jetzt ist es, das ist diese letzte 10% des Malens und das ist diese glückliche Situation, das Bild steht, du brauchst nur hier und da so ein paar Veränderungen zu machen und das genieße ich so richtig. Es ist ein Augustbild, wir haben heute den
letzten Augusttag und das ist im August entstanden. Es hat etwas Fließendes, etwas Sommerliches, Sunset, irgendwie Dämmerung oder der Tag geht auf, Flüsse, Wolken, von oben gesehen die Erde, ist alles mit drin. Es ist auf jeden Fall August, ein sehr warmer Tag. Und ich kann mich mit diesem Bild total identifizieren.